Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen mit unserer tollen Arbeit weiter. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der steht da immer noch dumm im Feld rum. Der hätte da überhaupt nicht hinfahren sollen, dürfen, können. Ja, das Stroh würde ich jetzt auch noch mal ein paar Euro geben. Aber leider. Wenn ich das ausmache, wo stand da was, ey? Oder hier? Nö, also ich habe kein Mini-Hut. Wahrscheinlich da unten. Da in, unten in der Mitte, wo steht, kein Kurs geladen. Haben wir nämlich gleich ein Problem, der steht uns im Weg. Da muss ich leider einmal mit der Hand eingreifen und den wegfahren. Was auch eigentlich nicht das Problem ist. Ja, ab und zu darf man was falsch machen. Ist ja nicht so, das war. Ne? Nicht so weit. Und es macht hier mit Lenkradfahren Spaß. Das macht richtig Spaß. Weil das klappt nämlich richtig gut. Man muss es nur auf kombinierte Pedale stellen. Das kann man dann in der Windows-Einstellung unter Game-Controller-Einstellungen. Er erkennt mein Lenkrad. Dann wechseln wir mal den Platz. Ja. Machen wir das so. Dann haut er nämlich direkt ab. Wir gucken dem mal zu, von der Ferne aus, was er macht. Ob er alles richtig macht. So, der müsste jetzt eigentlich zum ersten Punkt fahren, den wir angegeben haben. Und dann zum zweiten, zum dritten. Die müssen immer ziemlich gerade sein. Und dann macht er eigentlich das, was er soll. Den Weg nachfahren. Und wir lassen uns mal eben hier stehen. Dann schauen wir mal. Schön 10 km/h in der Kurve. Und genauso schnell wie ich gefahren bin, fährt er auch. Kann man nämlich dann, quasi wenn du über die Straßen fährst, kannst du den dann auch zum Beispiel beim Stoppschild anhalten. Und so zeige ich euch alles. Das geht sehr gut. So, und da haben wir so ein bisschen weit ausgeholt. Jetzt bin ich nur gespannt, aber er macht die Plane auf. Er hat erkannt, dass er am Abladepunkt ist. Er lädt ab. Genauso soll es sein. Ist das nicht schön? Herrlich. Alles klappt. So, und jetzt kommt er wieder hier hingefahren. Ich denke mal, noch 2-3 Runden werden wir machen. Und dann ist das hier so klein. Dann werde ich nur nach außen fahren. Also quasi immer einen großen Bogen. Ja, perfekt, läuft. So, da muss ich sagen, dank Kettle and Crops. Hier funktioniert der Abfahrhelfer. Ja, das ist ja quasi
Die sind ja mit involviert bei Cattle and Crops. Und ja, von denen wird auch der Abfallhelfer geschrieben. Beziehungsweise dieser Cosplay. Der ist ja dann auch schon fest in Cattle and Crops eingebaut. Und da läuft er ein bisschen besser. Aber liegt wahrscheinlich auch dran, dass sie eine andere Engine haben. Grafik-Engine überhaupt. Dementsprechend kann man es auch anbauen. Vielleicht geht es hier mit dieser nicht so gut. Es klappt ja auch nicht mit der Fruchtumfahrung. Ich meine, er fährt zwar außen und fällt rum, aber wenn er parken geht, dann parkt er zwischen in der Frucht. Hätte ich jetzt eingeschaltet, dass man das zerstören kann, dann hätte er mir jetzt den ganzen Korn kaputt gefahren. Alleine deshalb habe ich den nicht an, weil ich gerne mit diesem Helfer arbeite. Lasse ich den viel machen und setze mich einfach hin und gucke dann einfach zu, wie er es macht. Wenn ich dann quasi nicht viel zu tun habe oder keine Aufgabe gerade ansteht. So, da hinten können wir auch schon wieder säen. Der Ölrettich ist fertig. Ja, Tempomat anschalten und gleichzeitig ein Pedal benutzen, ist, wollte schon gerade sagen, wo ist er jetzt, oder steht er ja. Schaltet er den Tempomat automatisch nicht mit ein. Der sollte eigentlich bei 80, wahrscheinlich, na ist egal, passt schon. Kriegen wir hin. Ich denke mal, auf dem kleinen Feld brauchen wir den gar nicht. Da können wir auch da kann ich beladen am Startpunkt machen. Das heißt, ich fahre dann jedes Mal zum Trecker hin, um den zu beladen. So, letzte Mal. Ja. Keine Angst, das geht alles in den Hänger. Wenn er ausladen tut, dann lädt er das auch in den Hänger aus. Es ist also nicht so, dass es dann daneben geht. Ja, aber das macht er gut in der Kurve. Bei Cattle and Crops ist das ein bisschen... Ne? Habt ihr ja gesehen, der ist mir dann immer im Weg gefahren. Hier bleibt er einfach stehen. Bin ich da auch schon so komisch um die Kurven gefahren? Weiß ich gar nicht. Ja, klappt doch super. Muss ich bloß aufpassen, wenn er losfährt, dass er mir nicht genau wieder mitten in eine Bahn reinbrettert. Ja, er muss ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen. Na, er bleibt einfach stehen. Oh, auch gut. Na, ich mach das anders. Hatte ich ja gesagt, das war die letzte Bahn, weil das lohnt sich nicht. Dieses kurze Stück, da kann ich besser einmal so einen großen Kreis fahren. Das habe ich weniger Verlust, als wenn ich zweimal hin und her fahre. Kommt der jetzt hinter mir her? Wo ist er? Warum ist er jetzt dahin gefahren? Wundert mich ein wenig. Egal. Er wird schon seinen Grund haben. Ich weiß, dass ich die Möglichkeit hatte, den Abfahrer zu rufen.
Wenn ich jetzt hingehe, ich zeige euch das. Ich will euch das nicht mehr. Nein, das wollten wir nicht. Wollt doch. Falsch Knopf. So. Abfahrer entlassen. So, und jetzt mache ich hier beladen am Startpunkt. Ja? So, jetzt müsste er irgendwo hinfahren. Jetzt warten wir mal eben, was passiert. Das wäre eigentlich alles jetzt kaputt, die ganze Frucht. Machen wir anders, was wir auch. Ich übernehme den mal eben selber. Einfach nur so, weil ich es kann. Weil ich es lustig finde. So, hier ist ja seine Spur. So, dann gucken wir mal. Jetzt. Jo. Jetzt müsste er eigentlich hier vorne hinfahren und stehen bleiben. Und er macht dann gar nichts. Das heißt, ich muss quasi immer mit dem Drescher hin zum Vollmachen. Er wird überhaupt nichts machen. Er wird einfach hier stehen bleiben. Am Startpunkt. Was können wir dann sehen? Moment, hier. Ja. Ich lasse aber ausgeblendet. So. Das heißt, egal wie viel ich drin habe, er wird nichts machen. Er wird erst dann losfahren, wenn ich ihn vollgeladen habe. So könnte ich zum Beispiel den Mähdrescher auch fahren lassen. Müsste ich bloß dann einen Weg hier auf dem Feld angeben, wo er hinfahren soll. Dann wird er da hinfahren. Würde da stehen bleiben, bis der Trecker kommt. Und dann wieder an der Stelle hinfahren, wo halt eben gemäht werden muss. Das Schöne ist, dieser Abfahrhelfer kostet kein Geld. Wenn ihr mal drauf guckt, ja. Was der normale Helfer natürlich kostet. Und eigentlich kann der alles, ne? Ich mach trotzdem hier mal kurz stehen bleiben. Dann zieht er nicht so viel hier um die Kurven. Habt ihr ja vorhin gesehen, da habe ich ein bisschen die dritte Spur reingezogen. Ja, das geht jetzt hier so. Passt schon. Zum Beispiel auch könnte ich jetzt diesen Kurs aufzeichnen. Ja. Einem Helfer zuteilen, der zum Beispiel Ballen presst oder mit einem Ladewagen fährt. Der würde jetzt genau diese Spur, die ich gefahren bin, abfahren. Was er nicht macht, ist dieses Rückwärtsfahren. Und dazu müsste ich ihm sagen, er soll rückwärts fahren. Und da wäre natürlich jetzt, so wie ich jetzt fahre, hier mit diesem, wäre perfekt für ihn. Weil ich ja immer wieder in die Spur zurückfahre. So, ich kann jetzt aber auch immer noch nicht rufen, ne?
Ich weiß, dass es mal die Möglichkeit gab. Es kann aber auch sein, dass ich in den Einstellungen genau diese Sachen nicht angegeben habe. Dass sie nicht belegt sind. Passiert was? Nee, da könnte ich Steuerung und eine zweite Taste drauf tun. Das würde gehen. Ist auch eine Möglichkeit. Können wir aber auch ausprobieren. Beim nächsten Feld. Großen Kreis machen. Die hat ja einen sehr großen Menü. Oh, das wird aber immer enger, ne? Jetzt passt das noch, aber hinten wird schon nicht mehr passen. Da müssen wir schon gucken, wie wir rumkommen um die Ecke. Machen wir nämlich schon so einen kleinen Schlenker. Das Feld ist ja groß genug, das passt ja. Ach, wie schön ist das, mit dem Lenker zu lenken. Man muss jetzt nur auf 900 Grad stehen haben. Dann geht das so geil. So, das heißt, ich könnte jetzt beide arbeiten lassen von alleine, auch den Mähdrescher, und könnte hingehen mit dem anderen Trecker da hinten den Ölrettich sehen. Mit einer anderen Frucht. Wir haben im Moment noch keine Düngemaschine und kein Nix. Kein Unkrautsteuer. Streuer. Müssen wir alles noch kaufen. Problem ist, es kostet natürlich ein Heidengeld, ne? So ist es nicht. Und ich will im Moment nicht so viel Geld ausgeben. Damit wir bloß nicht kriegen wir, ja, 80% haben wir. Aber kriegen wir das noch alles rein? In den Drehmischer? Oder kriege ich das jetzt mit einmal weg? Oh, da muss ich kurbeln. Da musst du am Lenkrad drehen. Jo, da drehst du richtig am Rad. Boah, rum. Ja, passt doch. Hast du doch gut gemacht, Jürgen. Yeah. Und das haben wir mit einmal weg, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall fahren wir nochmal zurück, eine Spur. So oder so. Schütten das in den Reckerkipper, Abfahrhelfer hinein. Ja. Und das war's dann. Dann sollte er eigentlich auch wegfahren. Ich hoffe, er fährt nicht zu früh. Er fährt erst dann, wenn er fahren soll. Das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus, er bleibt nicht stehen. Boah.
würde ich sagen, da hatten wir wieder mehr Glück als Verstand, oder? Hoppala. Ja, und ich werde mich nicht hinreißen lassen, hier über die Felder zu brettern. Also, hatte ich ja, glaube ich, schon am Anfang gesagt, wir haben hier kein Autorennspiel. Ein Feld ist sehr uneben und dementsprechend schnell fährt man auch. Ist so einfach. Ist einfach so. Ja. Jetzt werde ich auch schon wieder langsam. Fahr ganz langsam an den Trecker ran. Und stopp. Jetzt können wir gucken, ob wir leer werden. Sieht gut aus. Aber es könnte noch ein kleiner Krümelrest drin bleiben. Was nicht schlimm ist. Alter, kann das nicht sein, ne? 1%. Das ist nicht wahr. Ist egal, warten wir, bis er wieder da ist und dann passt schon. Oh, fahren wir mal mit dem mit. Gucken wir uns das mal an. Tempomat steht auf 25. Oh, Mati ist wieder abgehauen. Oh. Abgekackt. Abladestelle erreicht. Ja, unten sieht man das. Ach, das ist dieses Hut bestimmt, was die meinten. Ja, gut. Gut, das Einzige ist, was er nicht macht, ist jetzt Blinker und so. Da werden wir nicht zu kriegen, dass er das auch noch einschaltet. Und muss ich mir merken, dass ich nicht hier auf der Seite stehen darf. Wegen den Spuren. Wegen dem. Guck mal, der macht gar keine Spuren. Nur ganz, ganz wenig. Wahrscheinlich wegen dem Licht. So, jetzt dürfte er sich eigentlich wieder am Dings hinstellen. Und beladen werden. Ja, machen wir noch den Rest. Gut. Perfekt. Läuft doch. So, das heißt, beim nächsten Mal sehen wir hier Ölfrucht, dann tun wir drüben Weizen sehen und dann schauen wir mal. Wir haben noch 24 Minuten, haben wir jetzt. Den werde ich noch eben abladen lassen, da wir auch noch mal mit dem, ne,
dem Abfahrhelfer. So, kann er auskippen. Stopp. Tschüss. So, den parke ich jetzt hier. Den Mähdrescher müssen wir auch irgendwo parken. Wo er passt. Du kannst hier stehen. Das ist doch Licht, oder? Da ist Licht. Okay, was war das? Keine Ahnung. Gut, dann fahren wir den mal beiseite. Ich habe keinen Platz im Moment, wo ich den auf dem Hof vernünftig hinstellen könnte. Also muss ich gucken, dass ich den irgendwo hinstelle, wo er am wenigsten stört. Das wäre jetzt erstmal hier. So, dann haben wir unser erstes Feld gemäht. Perfekt. Jetzt können wir... Nein. Motor aus. Oh, Licht vergessen auszumachen. Böse Falle. So. Richtig. Gut. Nö. Konnte man hier rein? Nö, hier ist nichts. Warum ist denn hier... Aber hier kann man auch die Türe nicht zumachen, ne? Ne. Schade drum. Was ist das? Ach so, Stromkasten. Okay. Ja. Haben wir also nicht richtig was zum Unterstellen. Okay, ich werde jetzt einmal ins Bett hüpfen. 20 Uhr. Wo ist mein Bett? Ach so, kann ich ja so machen. So, schlafen. 20 Uhr, das wären 4 Stunden. Plus 6 sind 10 Stunden. Wären 6 Uhr morgens. Wäre auch schön, wenn man das zum Beispiel einstellt bis einer bestimmten Uhrzeit. Das wäre dann natürlich auch besser so. Gute Nacht, John Boy. Auch nicht schlecht gemacht. So, wir haben 6 Uhr morgens. Vor der Tatendrang und komm dich durch die Tür, weil wir wieder zu viel gefrühstückt haben. So, okay. Dann werde ich das mal hier speichern. Und ich wollte euch ja noch was zeigen. Moment. Das machen wir nämlich ganz schnell. Warum macht der jetzt das Bild weg? Ah, hat er schon wieder. Machen wir Pause, geht halt schneller. Soweit, so gut. Einmal starten. Ah, natürlich dunkel. Klasse. Sehr klasse. So, wir werden nochmal John Boy spielen. Oh, war auch keiner drauf, seitdem ich letzte Mal hier war. Wir haben leider das Haus verkehrt rum hingestellt. Ich habe nicht geguckt, wie spät es ist. Ach so, 20 Uhr. Ja, genau. 10 Stunden. Passt schon. Gute Nacht, John Boy. Das sieht aus wie bei den Waltons, ne? Ist doch so. Fast das Fenster identisch. So. Jetzt werden wir mal eben schnell da oben hochflitzen. Und dann zeige ich euch das mal, was ich meinte letztens mal. So, hier, jetzt guckt euch das mal an hier. Die Sonne steht jetzt nicht gerade hier drauf, aber wenn die Sonne hier drauf steht, dann sind die ganzen Blumen richtig hell am Leuchten. Und kann man hier sehen, guckt euch das an. Hm?
Ist das schön? Das ist schön. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne was in die Beiträge schreiben. Wenn ihr sagt, ihr wollt gerne das online mit allen Leuten miterleben, dann können wir natürlich auch davon Folgen machen. Oh, hier steht ein schönes Auto. Ah ja, ein bisschen. Ich würde den noch nicht mal lackieren. Ich würde das alles in Klarlack legen. Und dann passt das, ne? Oh, Pilze, guck mal, Pilze. Wer Pilze? Auch geiles Teil. Eine alte Pumpe. Das ist bestimmt eine alte Wasserpumpe. Und wie wird das angetrieben? Hier mit dem Ding? Nee. Was ist davon der Motor? Was ist davon der Motor? Was die, das ist die Pumpe. Weil der geht hoch und runter. Der pumpt. Das ist der Kolben, der das rauspumpt. So, und das ist der Motor. Na okay. Vielleicht gehört ja da noch hier einer angeflanscht oder so. Möglich ist ja alles. Was? Hier sind ja. Okay. Es gibt keine fliegenden Objekte. Gut, da wurde die. Aber da kann man doch nicht meckern. Das ist doch. Hä? Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge halt. Lasst mal da, ob wir hier spielen sollen oder ob ich da meine Dings mache. Aber da kann ich mit Abfahrer spielen. Hier haben wir richtige Leute zum Abfahren. Schauen wir mal. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Aus.